Okay. Sag mal, diese Tür! Man sieht halt gar nicht, wo sie hingeht, ne? Also ich, ihr vielleicht noch mehr, bei mir ist es richtig dunkel gerade. Warte kurz.我是向朝阳，我的表妹苏小小在3年前失踪，至今下落不明。即日前，一位神秘女子带着小小祖传怀表找到我，委托我调查洛魂街。我在调查中发现，洛魂街地下建有一所生物实验室，该实验室似乎与我国著名企业祖宏集团有着密切的关系。另外，我查出苏小小失踪也与祖宏集团有关。正当我打算深处调查之时， 却遭受到不明生物的袭击，后被困于地牢之内。我伤势严重，自知时日不多，留下这段录音，望他早日能重见天日。 Leiter, was ist mit dieser Leiter los? Ich versuche unauffällig zu bleiben. Und wieso steht ihr jetzt einfach rum? Ich komme nicht hoch, es geht nicht! Es geht einfach nicht! Die Leiter ist buggy bei mir! Was ist das für ein Kackgame? Ich komme jetzt am Ende einfach nicht weg! Ich komme nicht nach oben! Okay, jetzt ging's. War das eine bestimmte Winkelleiter? Ist das eine bestimmte Leiter? Ich gehe einfach weiter, Leute. Oh Gott. Was denn jetzt noch? Ich gehe einfach weiter. Oh, das ist das Labor, ne? Uvoritia? Avuritia? In Videospielen bin ich ganz gut. Gula. Iro. Ich verstehe, warum der so heißt. Iro. Luxuria. Axidia. Superbia. Hä? Bioscanner? Okay. Oh, hey. Was? Jetzt kommt ein Bossfight. Nein, bitte nicht. Okay, wir haben... Wie viele Stellen haben wir beim Zahlenschloss? Lalzwir. Lalzwir?
Okay, S. S. A. S. A. L. Sali. Salik. Saligi. Saligi. Saligia. 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 Ich weiß nicht, ob es so richtig ist, natürlich, ne? Ich habe aber nur gut Glück gerade. Saligia. Hey. Captain Hook Origin Story. Wir wollten nur einen Mord untersuchen. Was? Wir wollten doch nur einen Mord untersuchen. Hä? Xiaohua 16 岁去城里打工，被一个有妇之夫骗了。她怀孕七个月时，那男人的老婆找到了她，把她给打了。小花被打得晕死过去，差点没一尸两命。小旺就是在那时出生的。小花带着小旺回到了老家。小旺两岁时，小花发现小旺和其他孩子不一样，去城里的大医院检查，说是小旺得了自闭症。小花一心想让小旺成为正常人，可是这治病的钱哪是我们农民能承受得了的。小花哭着离开了小旺，又来到城里打工。我真的很担心小花，虽然她从来不告诉我小旺看病花多少钱，但我偷偷让她弟找人打听过，那钱数是我和她弟一辈子也挣不到的。我知道我家小花的钱不是正路来的，可是又有什么办法？ Kann es sein, dass Schau an. Kann es sein, dass Schau an vielleicht Kian Hua ist? Eventuell? Und deswegen musste sie überall Geld holen und Geld verdienen und bla 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 und Geld organisieren für ihr Kind? Weil sie meinte, sie hätte keine andere Wahl, dass sie das ganze Geld quasi für ihr Kind gesammelt hat. Schau an ist Kian Hua. Kann das? Ist das wo? Ist das? Könnte das eventuell? Haben wir es wieder gelöst? Haben wir schon wieder einen weiteren Fall gelöst? Was? Okay, Seite 1. I can't continue doing this. Ich kann diese schlimmen Dinge einfach nicht weiter tun. Vielen, vielen Dank, Red John. Dankeschön. Tu diese schlimmen Dinge ruhig weiter. Vielen Dank, Red John. Dankeschön. Und Tuch. Slinegon 40, habe ich Danke gesagt? Slinegon, Dankeschön. Vielen Dank, lieber Slinegon. Ich mach's trotzdem nochmal. So. Ich kann diese fürchterlichen Dinge einfach nicht mehr tun. Gestern wollte ich Meng Rengxin sehen. Meng Rengxin. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte wieder nach Hause, um mich um meine Eltern zu kümmern. Meng Rengxin meinte, er will 300.000 Yuan als Kombination. 300.000 Yuan? Warum raubt er nicht irgendwen anders aus? Heute habe ich ein obdachloses Kind getroffen und das hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Da hatte ich aber ganz schön Tränen in den Augen. Er ist so miserabel, es geht ihm so schlecht. Ich kann es einfach nicht ertragen, ihm Meng Rengxin und seiner Gang zu geben. Das ist der Kinderhandelring. So. Ich habe ein obdachloses Kind adoptiert und sein Name ist Xia Tian. Kommt mir sehr bekannt vor. Von jetzt an bin ich nicht allein in dieser Stadt. Ich habe ein Kind und wir leben zusammen und es ist wundervollst. Okay. Ich habe herausgefunden, dass Xia Tian ein ganz besonderes Kind ist und er hat viele geheime Geheimlichkeiten. Eines Tages stand er neben einem Mercedes-Benz 600 und mehrere Bodyguard-mäßige Leute haben sich vor ihm respektvoll verneigt und ihm die Autotür geöffnet. Aber er ist einfach erhobenen Hauptes fortgeschritten, stolz wie ein Pfau. Ich weiß nicht genau, wie Xia Tian die illegalen Aktivitäten herausgefunden hat, in denen ich involviert war, zusammen mit Meng Rengxin und anderen. Aber er hat mich bedroht und hat die Ausrede benutzt, mich zu melden, um Ma Bing Chao hineinzulegen und in ein Nudelrestaurant zu kommen. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber aus Selbstschutz muss er natürlich mitmachen.
Was? Okay. Ma Bingqiao ist verschwunden. Ich habe Xia Tian gefragt, ob er es war. Er hat gegrinst und gesagt, ja, vielleicht auf den einen oder anderen Weg war ich das vielleicht. Ich habe ihn gefragt, was er Ma angetan hat und er hat gesagt, Ma Bingqiao hat nur die Strafe bekommen, die er verdient. Ich vermute mal, Ma wurde von ihm getötet. Ma Bingqiao hatte keine Eltern, keine Frau, keine Kinder und als er verschwand, hat niemand nach ihm geschaut. Er ist gestorben und niemand erinnert sich an ihn. Okay. Xia Tian hat mich gebeten, ein Treffen zu arrangieren mit Zhang Shufen. Als würde ich die Tekken-Story lesen. Und wenn ich nicht zusage, würde er meine Eltern umbringen, meine Geschwister und alle meine Bekannten in meiner Stadt. Seine Augen waren kalt sie waren einfach gefühllos. Kalt und gefühllos. Und ich wusste genau, das waren nicht nur Drohungen. Okay, wir müssen mal ganz was gucken. Ich habe ein obdachloses Kind adoptiert und es Xia Tian genannt. Und ein Jahr später hat das Kind dann gedroht, die Eltern umzubringen, die Geschwister und alle Bekannten in der... Okay, verstehe. Verstehe. Okay, Huang Quinya, okay. Das Kind mit dem Nachnamen Huang ist so erbärmlich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Kind Asthma hat. Aber nachdem Meng Rengxing das Kind beinahe zum Tode gefoltert hat, hat sie gedacht, sie würde sterben und würde im Wald entsorgt werden. Ich rede mit Xia Tian darüber und er gab mir nur einen kalten Blick und ging hinfort. Wird er das Kind retten? Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht den Mut, mit ihm zu gehen. Ja. Ma Bingqiao, Zhang Shufen, Hu Yu, Hu Yu, well, I'm me, und Guan Dahai, all disappeared, also sind alle verschwunden, ohne eine Spur. Ich weiß nicht genau, wie Xia Tian mit ihm umgeht. Xia Tian hat mich mehrere Vermisstenanzeigen schreiben lassen über sie und wusste aber genau, dass die Leute verschwunden sind und keiner wird in den Tränen nachweinen oder nach ihnen suchen. Ja, nach Jahren der Beteiligung in illegalen Aktivitäten haben sie auch komplett den Kontakt zu ihren Familien verloren. Xia Tian hat die ganzen Vermisstenanzeigen für Ma Bingqiao und die anderen an mein Bett gelegt und hat gelächelt und gesagt, guck, schau mal, sie sind alle tot, aber du lebst immer noch. Wie viel Glück du hast. Sollte ich vielleicht auch eine Vermisstenanzeige für mich selbst aufhängen? Okay. Ja, jetzt traue ich mich gar nicht mehr alleine im Laden zu bleiben. Nachdem diese vier Leute verschwunden sind, ist eine Krankenschwester, die hier essen wollte, auch verschwunden. Das muss an Xia Tian liegen. Warum hat er die Krankenschwester getötet? Warum oder wo hat er die ganzen Leute oder ihre Körper versteckt? Meng Rengxing ist auch tot. Obwohl er von Anyang City abgehauen ist, konnte er dem Tod nicht entkommen. Als Xia Tian mir es erzählt hat, oh Junge, sie bevorzulegen. Als Xia Tian mir das erzählt hat, die Nachrichten von seinem Tod, habe ich Panik bekommen und aus Versehen einen Teller mit meiner Hand zerbrochen. Xia Tian hat mich angelächelt und gesagt, warum bist du denn so tollpatschig, Mom? Ja, Xia Tian nennt mich warmherzig Mom vor allen anderen. Aber wenn wir alleine sind, ist sein Blick zu mir sehr, sehr kalt und sehr kalt und eisig und lässt mich frösteln. Ja, manchmal zeigt er ein ungewöhnliches Mitleid, als ob er jemanden anschaut, der schon beinahe am Rand des Todes ist. Ja. Ich habe mein Leben mit Dummheit ruiniert. Ich bekam eine Komplizin, ich wurde eine Komplizin von Meng Rengxing und ich wusste, dass sie illegale Dinge tun, aber zu der Zeit war ich dumm genug, dass ich dachte, das ist nur illegal. Ja, ich habe vergessen, dass zu meinem eigenen Nutzen ich glückliche Familien zerstört habe und die Schicksale von lieblichen Kindern geändert habe. Ich verdiene es wirklich zu sterben. Ja, ist wirklich ein Roman. Xia Tian schaut mich an mit diesem leidenschaftlichen Blick und ich weiß, mein Tod ist nicht weit weg. Immerhin weiß ich auch zu viele seiner Geheimnisse und nicht zuletzt ist Tod wahrscheinlich die gerechte Strafe, die ich verdiene. Prost.
Boah, ich weiß es. Warte, Geisterwelt? Da ist sie wieder. Das sieht aus wie eine Schlange, das sieht aus wie ein Scheißhaufen. Das sieht aus wie ein Haufen Scheiße im Mund. Wie eine sehr große Kurix-Wurst, die zum Leben erwacht ist. Da sind ja sechsfingrige Hände, okay. Noch ein Notebook, da gucken wir gleich rein. Coxa, 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 Coxa. Buba, 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 Coxa, Coxa. Spirakel, Spirakel. Bucklang, Bucklang. Tarantula Anatomie, Ventral Aspect. Okay. Das ist schön. Wir gehen mal zum Geist, ja? Hallo. Also der Junge gehört einer Organisation an, die Menschenversuche macht. Sehe ich das richtig? Und die werden nicht umgebracht, sondern hier unten werden Experimente mit denen gemacht. Reload. Reload mache ich auch öfter mal. Du bist gerade pünktlich gekommen. Ich bin immer noch, bin ich kein Monster. Es ist ich. Da ist eine Person, die eine Maske trägt, die experimentiert gerade mit meinem Körper. Er möchte, dass ich ein Monster werde. Das ist ja unglaublich. Was? Hast du schon rausgefunden, wer mich getötet hat? Ja, es war Xui. Aber warum er? Weil du Gao Ji erpresst hast. Xui ist beinahe ertrunken, als ein Kind war, und Gao Ji ist heroisch in den Fluss gesprungen, um sein Leben zu retten. Xui wusste niemals von seiner Beziehung mit Gao Ji und er konnte nicht tolerieren, dass du ihn erpresst, um seine Ersparnisse erpresst. Wieder und wieder. Also hat er seine Hand gegen dich erhoben. Ich hätte nicht gedacht, dass der Softie wirklich mal was Heldenhaftes tut. Ha, Xui, der so kränklich aussieht, ist ein loyaler Typ. Und warum hast du ihm um das Geld betrogen? Ich weiß natürlich über dich und deinen Sohn Xiao Wang Bescheid und, naja, ich bin ehrlich, es tut mir schon sehr leid um dich. Du musst mich nicht bemitleiden. Ich bin nur eine dumme, dumme Frau, die ihr Herz in falschen Wegen gab. Xiao Wang ist derjenige, welcher der Mitleid verdient. Er ist so jung und hat diese Krankheit. Um ihn zu heilen, würde ich die ganze Welt betrügen, erpressen. Aber warum? Warum habe ich nie versucht, Geld legal zu verdienen? Und da könnt ihr jetzt mal ein neues PDF kaufen mit super Krypto-Ticks, mit 1 zu 500er Hebel auf ganz solider Basis, ist gar kein Problem. Ihr müsst dazu nur auf letsmakemoneybitches.com gehen und da könnt ihr ganz super meinen neuen Ratgeber bewerben. Wirklich, da sind Geheimnisse drin, da würden andere Bankiers für töten. Da macht man nicht Millionen, sondern Milliarden mit, ja? So, jedenfalls einfach mal kurz in unsere empfohlenen Shitcoins investieren und sobald genug Idioten von euch investiert haben, verkaufen wir unseren Anteil an Shitcoins und machen damit Millionen. Ich habe ja nicht gesagt, wer die Millionen macht, ja? Ich habe ja, also am Ende geht es ja ums Prinzip. Ihr könnt euch immer auch für andere Leute freuen. Man kann ja auch mal gönnen, Leute, ja? Jetzt seid mal nicht so. Gut. Ich bin doch nur eine Highschool-Absolventin, die aus einer kleinen Stadt kam, um in der großen Stadt zu arbeiten. Wie konnte ich nur den richtigen Pfad finden, um große, riesige Summen von Geld zu verdienen? Für meinen Xiao Wang, um seine Krankenhausrechnung zu bezahlen? Ich weiß natürlich, dass die Leute, die ich betrogen habe, vielleicht nicht viel mehr Glück als ich im Leben hatte. Aber wenn ich sie nicht betrüge, was kann man denn sonst so tun im Leben? Was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Mach doch Scambots auf Twitch, die dann Onlyfans bewerben. Oder antworte auf Twitter auf jede beschissene Nachricht mit irgendeinem doppeldeutigen Witz, der einfach nur deinen scheiß Onlyfans bewerben soll, der in deinem Profil ausgelobt ist. Wie wär's denn damit? Hab gehört, da ist man sehr erfolgreich mit. Ja, gut. Ich habe Xiao Wang geboren, also soll ich auch verantwortlich für ihn sein. Ich kann ihm kein glückliches und perfektes Familienleben bieten, aber immerhin soll ich ihm einen gesunden Körper schenken. Und wenn ich nicht mal das kann, dann ist es wirklich vergebens, dass er mich Mutter nennt.
queeren Hur. Du bist eine gute Mutter, aber ein scheiß Mensch. Also, ich möchte eine gute Mutter sein und deswegen... Was? Ich möchte eine gute Mutter sein und deswegen... Deswegen ist es mein Schicksal, keine gute Person zu sein, kein guter Mensch zu sein. Ich möchte Geld auch legal verdienen, aber das Geld, das ich verdiente, war zu wenig und nicht mal annähernd genug, seine Krankenhausrechnung zu bezahlen. Ich verachte Xuhui nicht, dass er mich getötet hat. Ich meine, jetzt bin ich tot, ne? Kannst eh nichts machen. Das ist doch scheiße. Ich mag diese Welt eh nicht und die Welt mag mich ja auch nicht. Was willst du tun? Es ist, wie es ist. Ja, lass uns darüber nicht reden. Ich bin eh tot. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit hier. Hilf mir doch mal eine Sache, ja? Töte doch mal das Ding auf dem Bett hier, ja? Das wäre super lieb. Aber du atmest doch noch. Das Ding ist nicht ich. Ich bin schon tot. Das Ding, was da liegt, ist ein Monster, an dem erfolgreich experimentiert wird. Ja, da mach ich ja mit. Ja, komm, let's go. Lügst du hier? Aber ich meine, ich sehe das Atmen doch. Mother's Wish. Schnumpf. Blutet auch nicht, war richtig. Okay. Queeren Hur, endlich kannst du frei sein. Dankeschön, dass du meinen Körper gefunden hast und mein Leben beendet hast, damit ich kein Monster werde. Ich habe ein egoistisches und mieses Leben gelebt. Ja, vielen Dank, dass ich mit in Würde sterben darf. Gut, Würde würde ich das nicht nennen. Ja, nach einem scheiß Leben zappelt und röchelt ans Monster in irgendeinem Krankenhauslabor unter der Erde und einer aber ein Dolch in ihm ist einfach so richtig würdevoll, erscheint mir das jetzt nicht. Aber wer bin ich schon, dass ich das beurteile? Ja, ich habe natürlich keine Ahnung. So. Queeren Hur, bin ich ein Mörderer? Nein, du bist ein Lyrical Gangster, Mörderer. Du hast meine Wahl respektiert und mir meinen Wunsch erfüllt. Mein Leben war sehr bitter. Ich hoffe, im nächsten Leben kann ich sorglos und glücklich sein. Ich werde von niemandem mehr betrogen werden und ich werde auch andere nicht mehr betrügen, gegen mein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob es ein anderes Leben gibt. Wenn es eins gibt, dann hoffe ich, dass es genauso sein wird, wie du es dir wünschst. Ich werde Xiao Wang besuchen. Achso, ich werde Xiao Wang besuchen. Soll ich ihm eine Nachricht überbringen? Ich habe zahllose Lügen erzählt und viele, viele Leute betrogen. Ich möchte nicht auch meinen Sohn betrügen. Vielleicht kann er deine Worte nicht verstehen, aber sage ihm dies. Xiao Wang, deine Mutter ist im Himmel und sie wird nicht zurückkommen. Sie hat mir erzählt, dass du das größte Geschenk in ihrem Leben bist und wegen ihr, auch in den dunkelsten Nächten, war immer noch ein Licht in ihrem Herzen. Jo, das werde ich ihm bestimmt sagen. Kannst mir vertrauen, Ehrenwort. Mach's gut, ne? Queeren Hur, haust du rein, wir sehen uns. Und gerade wo ich dachte, es kann einfach nicht, jetzt sind die Merkwürdigkeiten aber vorbei. Weil gerade wo du gedacht hast, jetzt wird's aber seriös, jetzt kommt der gute Teil. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Body Nummer 8. Okay, Nummer 5, Nummer 4, 1, 2, 3, okay, ja. Cool, dass sie so beschriftet haben. Das ist wichtig, dass das digital ist. Kann ich hier vielleicht... Wieso haben wir dieses komische Licht hier eigentlich? Was ist hier nochmal für ein Buch? Oh nein, bitte nicht. Warte. Bitte nicht noch mehr zu lesen. Mann, meine Stimme. Was nützt es mir schon, ein IQ von 152 zu haben? Ich bin immer noch ein Freak in den Augen von anderen. Heute habe ich gehört, wie ein alter Mann über mich geflucht hat, hinter meinem Rücken, und er ist wirklich widerwärtig. Diese Leute, die mich mit ihren merkwürdigen Augen anschauen, die sollten alle sterben. 7,5, ja. Ich habe Geld. Und ich bin sicher, ich finde einen Weg, meine merkwürdige Krankheit zu heilen. 12,1.
Ratten, Spinnen, Hühner, Ziegen, Schweine, diese niedrigen Kreaturen, sind die überhaupt wert, in meinen Experimenten benutzt zu werden? Ich brauche Kreaturen einer höheren Finesse, um meine Theorien zu validieren. Ja, höherlevelige Kreaturen. 4.17. Ich fand jemanden für diese Aufgabe und sie ist perfekt. Ich glaube sogar, das war ein Arrangement des Schicksals. 7.9. Die kalte Klinge schwang von links nach rechts und die Haut klappte perfekt auf. Mit einer weinroten Flüssigkeit, die auf den Grund tropfte, die sich und sich in wunderschöne Blumen wandelte. Langsam fühlte ich die Wärme und die Zartheit von diesen sanften, zitternden, ineinander geschlungenen Dingen. Und ich realisierte, dass mein Herz so kalt und hart war. Ich war so cruel am besten. Oh Gott, langsam fliegen auch die Worte in die Ohren im Kopf. Wir haben so viel übersetzt heute. Ich war so grausam, vielen Dank. Ich war so grausam, aber doch so mitfühlend wie ein Engel in den Höhlen des Teufels. 1.13. Ich erschuf ein Monster. Ich bin ein allmächtiger Erschaffer. 4.14. Sie sind so hässlich, aber doch so wunderschön. Von wunderschönen Menschen auch erschaffen. Unter dem Mondlicht sind ihre grotesken Gesichter wie eine zerschmetterte Schönheit. Und doch sind sie Kämpfer der Gerechtigkeit. 11.21. Oh Mist. Oh. Fehlschlag. Das ist das 37. Mal, dass das Experiment fehlgeschlagen hat. Ich möchte nicht schon wieder ein weiteres dreiköpfiges Kind kreieren. Ach Mann, ich bin gelangweilt davon, wie sie ihre großen Köpfe wackeln lassen und mich anstarren. Diese verdammten Leute sind alle tot, aber mein Experiment ist immer noch nicht fertig. X. Oh. Ich wurde von einem Gutmenschen entdeckt. X. Xia Shung-Su ist tot. Ich hätte nie gedacht, dass sie überhaupt den Willen hätte zu leben. Immer noch am Struggeln und nach Hilfe suchen. Was für eine dumme Frau. Veni, Vidi, Vici. Ich kam, sah und siegte. Dance, Dankeschön. Vielen Dank, Dance. Dankeschön. Und Red John, auch dir Dankeschön. Vielen Dank an euch beide. Dankeschön. Wir haben da irgendwelche anonym? Wir haben irgendwelche merkwürdigen Zahlen da drin. Was ist denn jetzt mit dem Viech eigentlich? Ist das jetzt hier rausgelaufen und wir werden das bald wiedersehen? Sah wirklich aus wie Sackboy, ne? Was denn jetzt noch? Oh, die kennen wir doch. Die hatte mal einen nicht so gut laufenden Rahmenladen, glaube ich, oder? Okay. Ich bin nicht unbedingt schockiert. So, wir fallen dann da wieder runter, sehe ich richtig, ne? Ah, wir können auch springen. Habe ich ganz vergessen. Das ist sie vom Rahmenladen, oder? Wir können sie, glaube ich, auch nicht retten. Ich glaube, die hat es hinter sich. Die wird auch nicht gegessen, die liegt da einfach nur. Vielleicht stellt sie sich tot. Also ich weiß, wie es euch geht, aber das sieht nicht aus wie ein Selbstmord. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber meine Vermutung wäre. Aber es kann auch Selbstmord sein. Ich weiß nicht. Aha, okay. Warum? Hä? Was denn jetzt? Ich weiß, ob ich das will.
Die ist immer noch. Okay, die ist immer noch tot. Warum leuchten denn die Haare so komisch? Was ist denn... Ich bin auch nicht grau. Ja, ich, wenn man näher kommt, sieht man, dass die Haare schwarz werden. Ich bin zum Teil Asiate. Das ist es einfach. Meine Haare leuchten einfach nur so intensiv. Ihr wisst das. Okay, kurze Frage, wenn ich jetzt hier ausmache. Ist immer noch gruselig. Okay, guten Tag. Bist du Huang Qingya? Ich bin dir gut, Qingya. Ja, weine nicht. Ich bin dir gut. Ich will nach Hause. Ich vermisse meine Mutter, meinen Papi, meinen kleinen Bruder, aber ich finde den Weg nach Hause nicht mehr. Onkel, kannst du mich nach Hause nehmen? Ich schwöre, ich werde auch immer auf Mami hören. Ich werde keine Wutanfälle mehr haben und ich werde niemals wieder Worte geben. Und wenn sie meinen kleinen Bruder bevorzugt, dann ist das auch okay. Ich werde nicht sauer werden und ich werde auch nicht von zu Hause weglaufen. Ich hätte dann nicht die böse Tante getroffen. Eigentlich wollte ich nur Angst machen und ich wollte ihnen zeigen, dass ich halt auch irgendwie wichtig bin und nicht nur mein kleiner Bruder. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich sie nie wiedersehe. Das ist eigentlich furchtbar, ne? Wenn man das mal, ne? So, wollte ich mal kurz sagen. Onkel, bitte bring mich nach Hause. Qingya, das tut mir leid, ich kann dich leider nicht nach Hause bringen. Aber ich finde die böse Tante und ich werde sie für dich bestrafen, im Namen des Mondes. Mein Bruder Zuao hat sie schon für mich bestraft. Aber was hilft es, sie zu bestrafen? Ich kann auch nie wieder so werden, wie ich war. Und ich kann auch nie wieder nach Hause gehen. Aber wie siehst du denn jetzt aus? Sie ist das, wie ich jetzt aussehe. Warte mal, sie ist sie hier? Ist die Spinne da drüben? Sie ist das? Oh nein, okay, sie ist Knödelkopf. Sie ist ein Knödel. Das ist eine ganz kaputte Little Sister. Es tut mir leid. Okay, wir haben noch einen weiteren Würfel. Wir haben jetzt 4 Würfel. Zuao, ist das nicht der Bruder? Hieß der nicht Zuao? Haben wir jetzt alle Würfel? Okay, sie ist also nicht das, sondern sie ist das dreiköpfige Ding. Okay, verstehe. Okay, das Baby von Trainspotting. So. Es ist alles... Unsere Beleuchtung trifft sie gar nicht. Die existiert in einem anderen Realm. Okay. Sag mal, original Sackboy, ne? Ich sehe Copyright Infringement. Schubst mich nicht die Treppe runter. Vier Würfel. Zu au. Sehe ich richtig, ne? Zu au. Ich hoffe, das war richtig. Ich hoffe, ich habe mir den Namen gemerkt. Dass ich überhaupt noch konzentriert bin, ist mir ein Rätsel. Wow. Okay, ich nehme den Beamer mal mit, ja?
you can safely come here, which means you are qualified to read this story. Okay. You can safely come here, which means you are qualified to read this story. Okay. Wie beschäftigt man einen Dummen? Okay, jetzt aber die Geschichte. You can safely come here, which means you are qualified to read this story. Jetzt bin ich gespannt auf die Geschichte. Das wird bestimmt gut. Endlich erfahren wir was. Geht los. You can safely come here, which means you are qualified to read this story. Okay, jetzt erfahren wir endlich die Geheimnisse. Jetzt, oh Leute, jetzt schneidet euch an. Jetzt wird's richtig gut. Pass auf. You can safely come here. Aha, das haben wir schon mal. Which means you are qualified to read the story. Jetzt kriegen wir die Geschichte endlich. Endlich kriegen wir die Geschichte. Okay. Acht Jahre alt. Little Yellow, look even the small trees. But why am I still so show? Wuff, wuff. Are you saying I don't need that by eating delicious? I can grow tall. Wuff, wuff. Hehe. I understand you're the best to me. Ja. Uwu, uwu. Was? Was? 8 Jahre alt. Little Yellow. Look, even the small tree. Endlich erfahren wir die ganze Geschichte. In halben Sätzen. 9 Jahre alt. Little Yellow. Even you have grown tall. You've grown up. Why do I still look like this? Wuff, wuff. They all say I'm an eternal oddity. I'm so scared. Scared that I'll always be like this. Woo woo. Really very scared. Tod. Ist aber nur Emotes, ist kein Tod. Oh nein, der Hund ist tot. Nein, 10 Jahre alt. Little Yellow. The little tree has died. And you have too. I no longer wish to grow tall myself. I just hope you can come back to me. To accompany me. Schnief, schnief. Hund tot, Baum tot, alles tot und er ist 10. Okay. Also ist der Junge oben, der kalte Junge, was? 12 Jahre alt, was? My mom hates me. My dad hates me. Hört sich an wie ein Eminem-Text. My grandpa hates me even more. Everyone in the world hates me. Only little yellow and the small tree. But they've both died. Schnäuf, schnäuf. Ist, okay. Ist schon ein bisschen traurig. Oh. Nein, was? Even when I'm as tall as my dad, he'll still be a tiny dot like the... He's a monster with a strange illness. Monster, stay away from us. I'm not a monster. Schniefläuf, Schnieflowski. Oh, da, guck mal, der Hund. Er hat sich einen neuen Hund gebaut. Mit 14 Jahren hat er sich einen neuen Hund gebaut, als Stofftier aber erstmal. Can I play with you? We don't want to play with monsters. Is he a monster? My mom said, even when I'm as tall as my dad,
He'll still be a tiny dot like... Ah, okay. He's a monster with a strange illness. Monster, stay away. Okay, okay, okay. 16 Jahre, was? Drowning in the sunlight like this seems quite nice too. Was? Also im Sonnenlicht ertrinken oder wie? Mit 16? Okay. Oh, Edna. 18 Jahre alt. Was? Hat er Horrorfilme geschaut oder? Ich verstehe es nicht genau. Grudge, Ring, irgendwas? Er ist Sadako, ne? Irgendwie Sadako oder so, keine Ahnung. Jahre alt. Nutzloses Ding. Achso, und useless things. You are acting like this and you dare to mess around. Look at the weird thing you've given. Even more useless than you. It's because our family has a history of gain. Absolutely disgusting. You dare to argue with me. Disappear from my sight with this. I don't want to see you again. Ist einfach alles furchtbar. Gerade die wichtige Story hier müsste auch funktionieren zumindest. Warum hat das keiner getestet, dass man die Sätze lesen kann? Ich bin gerade empört, dass ich Sätze nicht lesen kann. Hm, 22 Jahre alt. Da steht noch irgendwie ganz kurz was. Warte mal. Warte kurz. Da steht auch 22 Jahre alt. Das Textfenster von da wandert kurz darüber für einen neuen Text. Wer immer das programmiert hat, bei aller Liebe, nein, so nicht. So nicht. Dann mach das Text vorher, mach den Text vorher auf null. Okay. 24 Jahre alt. Immer noch der kleine Dot. I'm conducting genetic recombinations. I will definitely find a way to treat you. I can't stand being a dwarf for the. Can I do it too? Kid? I won't tell you about the research. You have to rely on yourself for this. But I can give you some money. You can use it to set up your own laboratory. I want to change my own destiny. Ich... Was ist denn dieses Spiel überhaupt? 26 Jahre alt. Mice, Spiders, Chickens, Goats, das haben wir schon. Are these low-level creatures worthy of being used in my medical experiments? I need to use more advanced organics. Yes, more advanced organics. Das haben wir oben schon gefunden. Das ist also, das ist der kleine Junge. Das ist der, er ist finally der Typ, also der Sohn hier, der hier, ist quasi der oben mit der Kapuze, mit dem Nasenpflaster. Das ist der, glaube ich, ne? Und der ist auch nicht 10. Wer weiß, wie alt er ist. Und er hat Geld gekriegt von seinem Vater, der auch Experimente gemacht hat. I've created a monster. I am the all-powerful creature. Veni, vidi, vici. Wie alt ist er jetzt? Wie alt ist er jetzt? Warte kurz. 28. Er ist jetzt 28. Okay, sollten wir uns merken. 28. Wir wollten doch nur einen Mord aufklären. Was ist denn hier raus geworden? Ich habe eine Tür gehört. Ah.
Was für eine schöne Rundführung. Hey, Digga. Na? Wie geht's? Das ist er, ne? Also ich hab das richtig verstanden, dass er das ist, oder? Du warst es die ganze Zeit. Jetzt habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr. Jetzt kann ich ihn immer mit dem Hocker... Junge, yeah! Das ist ein Stubenhocker. So, wir haben gespeichert. So. Es ist gar nicht so einfach, dass du diesen Ort gefunden hast. Wie soll ich dich belohnen? Soll ich dich in ein wunderschönes Monster verwandeln? Und du bist Xia Tian. Nein, du bist Zuao. Eigentlich Zuao, nicht Zuo, das ist falsch geschrieben. Ah, dein Gehirn ist immer noch relativ scharf, hä? Also relativ smart. Die Leute, die in der Straße der gefallenen Seelen verschwunden sind, wurden alle deine experimentellen Subjekte. Du hast sie alle, hast du sie alle in Monster verwandelt? So viele Leute einfach nur umgebracht aus egoistischen Wünschen. Hast du kein schlechtes Gewissen? Ha, schlechtes Gewissen? Ich bin zu stolz, um das zu fühlen. Diese Kindesentführer, haben sie nicht verdient zu sterben? Wie viele Familien wurden auseinandergerissen wegen ihnen? Wie viele Kinder sind in einen Abgrund der Verzweiflung gefallen? Ihre Leben wurden umgeschrieben. Ihre originalen, wunderschönen Leben ruiniert von diesen widerlichen, widerlichen Mistsäcken. Und... Oh, Subbombe. Und einige arme Kinder, die Tortur nicht mehr ertragen konnten und versucht haben zu flüchten, wurden brutal zusammengeschlagen, wenn sie erwischt wurden. Ein empfindliches und krankes Kind wurde zu Tode geprügelt von ihnen. Aber trotzdem hättest du nicht töten sollen. Du bist kein Gott. Du hast das Recht nicht dazu. Wenn ich diese Macht nicht habe, dann wer? Diejenigen, die über Moral und Gerechtigkeit predigen, ist es wegen dem Gesetz, dass das Gesetz zu lasch ist? Oder dass diese widerwärtigen Schmutzmenschen... That's so many commit such a... Achso, das Gesetz ist zu lasch gegenüber den Schmutzmenschen, die solche unmenschlichen Akte vollziehen. Diese Schmutzmenschen müssen sterben. Und ich... Wow, was ist denn hier los? Und ich... Ich vollziehe nur die Gerechtigkeit. Die Welt sollte Auge um Auge sein. Ein Böses für ein anderes Böses. So. Nur durch gut bestrafte Kriminelle können wir die Kriminalität bekämpfen. Ein Böses für ein anderes Böses? So. Wenn du eines Tages herausfindest, dass eine Person deinen Partner entführt und gekidnappt hat... entführt und gekidnappt, okay. Achso, dein Partner... getötet und deine Freundin gekidnappt. Ist so mächtig ist, dass du selber nicht Gerechtigkeit bringen kannst. Was würdest du tun? Würdest du ihn frei herumlaufen lassen oder mit einer Patrone beenden? Also mit Kugel durch den Kopf ein Ende setzen. Wer bist du genau? Woher weißt du was? Woher weißt du das über mich? Warte mal, haben wir eine Vergangenheit? Ich bin doch derjenige, der Experimente vollzieht an den Körpern von denen, die ihr Gewissen verloren haben. Ich grabe ihre Herzen aus, um zu sehen, wie düster sie sind. Also, möchtest du wissen, wie sie gestorben sind? Ja, das würde ich gerne wissen. Also, Xia Shung Tzu hat es verdient zu sterben. Jemand wie sie... Für jemanden wie sie ist es besser zu sterben, als ewig in Reue zu leben. Also, möchtest du wissen, wie sie gestorben sind? Ja, Qian Hua. Die wir gerade noch getroffen haben, ne? Ja, ich hatte Qian Hua schon lange Zeit beobachtet. Aber in der Nacht, während sie getrunken haben, habe ich etwas Sedativum in ihren Drink gekippt. Ja, etwas Sedativum. Also hier die, weiß schon, K.O.-Tropfen da. In den Incense-Burner. Sind das so Duftkerzen? Im Izakaya.
Okay. Ich wollte Kian Hoover an einen dunklen Ort bewegen, nachdem sie ohnmächtig wurde, und ein Monster freilassen, um ihr Angst zu machen. Aber plötzlich kam Xui und hat sie aus Versehen elektrifiziert. So, ich habe ihr wunderschönes Gesicht angeschaut und habe gedacht, wenn die Polizei erstmal ankommt, dann wird diese attraktive Hülle an den Ermittler übergeben, was natürlich ganz furchtbar wäre, was auch was für ein Elend. Und während die Leute draußen gewartet, auf die Polizei gewartet haben, habe ich ein kleines Monster beauftragt, sie in mein Labor zu zerren. Also, die anderen auch noch wissen, ja, Huang, was ist mit Huang Quinja? Klein Huang Quinja, das war ganz tragisch. Sie wurde von Mo Rengxing getötet. Okay. Als ich sie gefunden habe, war sie kaum noch am Leben und ich konnte sie nicht mehr retten. Ich hatte ihren miserablen Zustand gesehen und ich hatte die Idee, dass sie sich rächen konnte, also habe ich sie in ein kleines Monster verwandelt. Okay. Und wie war das bei Nurse Quinn? Was war denn mit der Krankenschwester? Okay. Einige Mädchen wurden in die Schwangerschaft betrogen und hatten Kinder. Okay, aber sie, ach so, einige, okay. Und einige von ihnen konnten die Kinder aber nicht aufziehen, also mussten sie die Kinder im Krankenhaus lassen. Diese Krankenschwester, Quinn, anstatt diese jetzt schon armen Kinder, die unglücklichen Kinder, in Kinderheim zu schicken, hat sie sie an Menschenhändler verkauft. Und die den Tyrannen helfen, sind noch ein niederer Abschaum. Okay, verstehe. Also ich erkenne das Muster bei ihm. Ich erkenne das Muster, aber trotzdem hat er nicht das Recht, sich auf ihre Stufe zu begeben quasi. Oder selber Richter und Henker. Ja. Trader Life Simulator. Oh, Eckigstein. Viel Spaß mit dem Spiel. So, weiter geht's. Xiang Chaoyang. Wer ist Xiang Chaoyang? Vor einem Monat? Ach, das war der Detektiv. Wir fragen gerade. Und er wusste nicht, wer der Detektiv überhaupt ist. Vor einem Monat sollte er über dich ermitteln und ist verschwunden. Ach, du meinst ihn. Hast du deinen Freund nicht bereits gesehen? Den Mann mit dem komischen, verbogenen Kopf, der dich gejagt hat? Oh, das war unser Kollege. Das war unser Detektivkollege? Das war unser Detektivkollege, der mit, oder? Der die ganze Zeit auch hinter der Tür geschrien hat. Ach so. Ich bin ehrlich, ich dachte, das wäre ein Girl. Habe ich jetzt so gedacht, wegen, war ja auch oben so verbunden im Brustbereich und unten so rum. Aber ja, ich weiß natürlich nicht genau. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja, ne, aber ja, okay. Gut. Dann, ja, das war also unser Detektivkollege, Spiegelschlurfi. Ja, das war unser Kollege offenbar. Ja, keine Ahnung. Schade. Er hätte überlebt haben können, aber leider hat er seine Treue in einem wichtigen Moment aufgegeben. Aber ich muss sagen, er ist der größte Erfolg, den ich mit einem Monster hatte bis jetzt. Okay. Ja, mehr will ich gar nicht wissen. Das sind nur alle meine Fragen. Ich bin eine Person der Prinzipien. Schwarz ist schwarz, weiß ist weiß. Gut ist gut, böse ist böse. Die es verdient haben zu leben, wenn das Gesetz sie nicht richten kann und sie ihre gerechte Strafe nicht empfangen, dann will ich sie ausführen. Ist mir egal, ob ich meine Hände mit Blut beschmutze, weil das, was ich mache, ist Wahrheit und Recht aufrechterhalten. Du hast wirklich eine glibberige Zunge. Ich weiß nicht, was glib heißt. Du bist ein Smooth-Talker wahrscheinlich, so in der Richtung. Ne? Du kannst gut mit Worten. Glaube ich, heißt das. Eine letzte Frage. Kennst du Su Xiao Xiao? Su Xiao Xiao, deine Freundin? Oh, ihr Name ist Su Xiao Xiao. So wie ihr Name das schon vermuten lässt. Verrate mir, wo ist Xiao Xiao? Beruhige dich, hör mir zu. Also zuerst, ich habe kein Problem mit deiner Freundin und zweitens habe ich deine Freundin aber gesehen. Als ich sie sah, war sie immer noch am Leben, aber jetzt bin ich mir inzwischen nicht mehr so richtig sicher. Weißt du, ich komme aus einer sehr noblen Familie und deine Freundin hat offenbar ein paar Leute meiner Familie beleidigt. Und da, wo sie ist, da ist sie voller Zorn. Ob sie tot oder am Leben ist, da musst du selber schon gucken. Lass mich gehen und vielleicht in der Zukunft kann ich dir wichtige Informationen zukommen lassen. Lass mich gehen. Dann würdest du nicht auch sagen, dass das, was ich tue, richtig ist?
Lass mich gehen und ich kann mehr tun, als nur das Böse auslöschen. Ich kann die bestrafen, die verdienen zu sterben. Aber warte mal, der hat uns ja auch 1000 Mal sterben lassen. Der hat uns ja auch 1000 Mal durch seine komischen Leute, durch seine Monster sterben lassen. Ist das Gerechtigkeit? Weil wir haben nichts getan. Wir wollten nur einen Mord aufklären. Und das macht Macht mit Leuten. So. Also das, was er tut, ist nicht gerecht. Maybe you're right? Nein. Verbreite mal keinen Dünnschiss aus deinem Arschlochmund. So, es ist absolut erbärmlich, das ist kaum zu glauben, was du, diese Scheiße, die aus deinem Hals kippt, dass du es selber nicht glauben kannst. So, ich habe mich fast von dir überreden lassen. So. Also wenn ich mich selbst frage, ob da wirklich ein Böses existiert, das Gerechtigkeit nicht besiegen kann, würde ich meine Hände beschmutzen, um mit Bösem das Bösen zu bekämpfen? Die Antwort ist natürlich, nein, kann ich natürlich nicht. Was für ein dummes Argument, weil dann bin ich ja nicht besser als die Bösen. Ich bin dann die Bösen. Ja. Ich werde natürlich diesen Kampf aufrechterhalten zwischen Gerechtigkeit und dem Bösen. Auch mit meinem letzten Atemzug werde ich ihn in den Knast schicken, der für Gerechtigkeit und Fairness gebaut wurde. Du, zu Ao, behauptest natürlich, dass das für andere ist, aber in Wahrheit ist es alles nur für dich selbst. Also, hör auf, für irgendwelche noblen Ausreden zu suchen, für deine Missetaten. Ich werde dich verhaften, jetzt, sofort und Itzhund an dieser Stelle, in dieser Sekunde. Jetzt pass mal auf, wie ich dich verhafte und mal gucken, was jetzt mit uns passiert. Ich glaube, wir sterben gleich. Sie beeindrucken mich, plötzlich mag ich sie ein bisschen. Du kleiner Scheißer, was für einen Arschlochmüll kommt denn hier schon wieder aus deinem Hals? Was sollte ich mit deiner Freundin tun? Sie wird langsam... Was? Sie wird jetzt mein Love Rival? Was? Was? Wir kennen uns nicht mal. Fühl mich erstmal zum Essen aus, Junge. Hä? Tot. Chasing after Xiatian. Okay, warte mal. Suspect. 10 Jahre alt. Ja, der ist aber 28. Der ist keine 10 mehr. Missing Person haben wir jetzt alle hier. Wuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwo. So. Quinya avenged herself, but she remained unhappy, unable to return home or see her mother again. Okay. Oh oh. Ich hab's genau gewusst. Als ich aufwachte, fand ich mich selbst in einem Krankenhausbett. Und Detective Ma? Ich war für 11 Tage im Koma. Sie haben Xuhuis Geheimraum gefunden am 3. Tag. Ich hoffe, das kann ich nicht lesen alles. Ja, okay. Viel Spaß beim Lesen, ne? Willst du mich verarschen? Jetzt schreib doch ein halbes Buch hier rein und lass es einfach mit 1000 Kilometer pro Stunde durchscrollen. Wer soll das denn lesen? Ich habe keine Ahnung. Normalität. Hä, sie lebt? Aber wie kann sie denn leben? Die war doch oben im Käfig. Also unten oder keine Ahnung, da, die war doch... Wie kann die denn leben? War das eine andere Frau? Ich weiß es nicht genau. Oh, hey, die kleine Scheiße, es lebt ja immer noch hier.
Hilft er uns jetzt doch? Ich weiß nicht genau. Dululu! Dululu Studio! Dululu! Warum habe ich das durchgespielt? Es ist mir ein Rätsel, warum habe ich das durchgespielt gerade? Und was war das gerade am Ende? War die Straße, war das Normalität oder war das die Vergangenheit? Thanks especially to you. Ja, das ist aber auch nötig. Ich bin ganz ehrlich, das ist schon nötig. Ja, das war, Was war das für eine Story? Ich wollte einen Mord ermitteln und auf einmal, was war das denn alles für ein Mindfuck? Das ist einfach alles nur Mindfuck, das ganze Game. Ist aber nur Mindfuck. Warum heißt das nicht so? Was ist mit den Handabdrücken? Was ist denn mit den Handabdrücken? Wir konnten mit dem Hocker die Wand einwerfen, haben einen Geheimraum gefunden, wo 1000 Hände aus der Wand kommen und so machen, ja, überall. Und da war einfach nichts. Da war eine Visitenkarte, obwohl da war die Visitenkarte von, die irgendwas mit unserer Freundin zu tun hat. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir brauchten, um das Ganze mit unserer Freundin zu connecten, die ja auch verschwunden ist, glaube ich. Ich glaube, dadurch haben wir nochmal, oder? Ich glaube, dadurch haben wir nochmal irgendwas bekommen. Ich weiß nicht, was ich zum Spiel sagen soll. Ich weiß es nicht. Xia Tian hat wohl 1 Million Huan für die medizinische Versorgung von Little Wang überwiesen. Oh, okay. Ich habe den Text jetzt wirklich nicht gelesen, weil das gerade zu viel war. Ich würde mir den aber nachher in der Aufnahme nochmal anschauen. Weil ich will schon wissen, was da passiert ist. Das würde ich schon gerne wissen. Aber ja, dann haben Special Forces die Ermittlung übernommen. Sie wollten nicht, dass die Sprengungen weitergingen, weil sie angeblich besorgt waren wegen den oberirdischen Häusern. Aber da war wohl mehr. Die Sprengungen? Ihr könnt mir jetzt alles erzählen. Ich würde es irgendwie mit dem Spiel in Verbindung bringen. Und dann haben sie noch einen Raum mit Hamsterkäfigen gefunden, die mit okkulten Machenschaften... Es würde einfach alles passen. Ist egal, was man erzählt, es passt einfach alles. In Schuhkartons wurden Plutoniumstäbe gefunden, die illegal in Reiskochern verkauft wurden. Der Hase war im Spiel, weil 2 Hasen geschenkt wurden an den Typen und der hat ihn im Lagerraum behalten, aber ein Hase war dann weg. Wir wissen ja nicht genau, was mit ihm passiert ist, keine Ahnung. Ja, okay. Und der Sackboy, der einfach random rausgesprungen ist. Ja, wieso lief da auf einmal ein Sackboy rum? Was war das? Das war doch kein Monster, das war wirklich ein Sackboy. Und ich weiß, unten in der Story wurden die alle so dargestellt, bildlich, ne? Also die Geschichte von ihm erzählt wurde. Aber warum läuft da auf einmal wirklich so ein Real-Life-Sackboy rum? Ah, ist alles ganz merkwürdig. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ich habe einfach keine Ahnung. Das war Soul Street. Es sah auf Bildern und Trailer eigentlich sehr cool aus. Und ich muss ja zugeben, es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ja, es hatte seine Schwächen. Die Kombination waren halt echt kacke. Das war nicht so gut. Es hat irgendwie auf eine absurde Weise Spaß gemacht. Man wollte es ja dann doch wissen. Hat doch irgendwie Spaß gemacht. Aber irgendwie auch alles ganz furchtbar. Um mein Gehirn käst und es war alles völlig random. Also sehr viele Sachen waren sehr, sehr random. Aber leider mag ich random Shit. Ich mag das leider. Furchtbar. Ich glaube, ich muss das Spiel Pan empfehlen, die muss das durchspielen. Ja, ich werde sie dazu zwingen. Ich werde das Kellergirl vermissen, das ja der Detektiv war. Ich werde Kellergirl vermissen. Sie war die Liebe meines Lebens. Ich wusste nicht, dass sie früher Detektiv war, aber es spielt für unsere Zukunft keine Rolle. Ja, gut. Falls das auf YouTube jemals kommen sollte, es tut mir leid. Es tut mir leid. Tschüss. Bitte hetzt mir keine 10-Jährigen, 28-Jährigen auf den Hals, ja? Ich entschuldige mich. Ich habe das alles nicht gewollt und gewusst. Tschüss. Ich brauche jetzt einmal 2 Jahre in irgendeiner Klinik, um das aus meinem System zu kriegen.
Ah ja, genau. Und nicht vergessen.